festmachen! Los, los, Männer! Ein bisschen schneller das Ganze! Ihr da! Auf mit euch in die Takelage! Also! Auf Steuerbord ein Beiboot! Sandokan! Da. Was halten Sie davon? Glauben Sie, das sind Schiffbrüchige? Sollte mich wundern. Das Meer ist seit Wochen ruhig gewesen. Aber das ist ja... Das ist ein Offizier der Wache des Raja von Sarawak. Pirangu, Hirondo, holt die Männer an Bord! Na los, macht schon! Es ist wie ein furchtbarer Albtraum gewesen. Sie haben uns nachts überfallen. Sie haben zuerst die Soldaten im Hafen umgebracht. Danach griffen sie den Palast des Raja an. Wie viel waren es? Ich würde sagen 100. Alles Engländer. Wir haben tapfer gekämpft, solange es uns möglich war. Aber sie hatten viel bessere Waffen. Ein Maschinengewehr, das unsere Leute reihenweise niedergemetzelt hat. Und was geschah dann? Wo ist Raja Hasim? Er wird gefangen gehalten. Und die anderen? Was ist mit seiner Frau, der Maharani? Sie wurde gefunden. Sie haben die Maharani getötet. Und die Prinzessin, wo ist sie? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, sie ist auch tot. Es war furchtbar. Der ganze Palast stand in Flammen. Es war ein Inferno. Hören Sie, Sandokan. Der Anführer dieser Bastarde heißt John Burke. Geben Sie ihm, was er verdient hat. Das Volk von Sarawak wartet auf Sie, voller Hoffnung. Enttäuschen Sie es nicht. Wie sagte er, war der Name? Burke. Ich schätze, dieser Burke wird bald den Tag verfluchen, an dem er auf die Idee gekommen ist, Sarawak zu überfallen. Wir segeln zurück. Zurück nach Sarawak. Über dem Felsen einen Falken gesehen. Morgen Nacht in der Taverne von Hoshi. TN. Lieutenant, ich wünsche, dass der Mann gefasst unter die Bombe geworfen hat. Jawohl, zu Befehl, Lieutenant. Dann frage ich mich, was Sie hier noch rumstehen. Dieser Sandokan zieht den Kreis immer enger. Wenn wir nicht sofort durchbrechen, dann... Wir werden die Wachen verdoppeln. Ja, und dann brauchen Sie wieder andere Wachen, um auf die Wachen aufzupassen. Und so geht es immer weiter, Lieutenant. Nein, mein Lieber, nein. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, um unsere Probleme zu lösen. Schon wieder eine verdammte Bombe. Und keine 3 Meter von mir entfernt. In einem Monat wird die Untersuchungskommission hier sein. Und wir kämpfen immer noch gegen die Aufständischen. Was werden die wohl dazu sagen? Nun, was glauben Sie? Gut, ich werde es Ihnen sagen. Das wird mit sich bringen, dass die englische Regierung einen Gouverneur in Sarawak einsetzt. Bring mir Wasser. Also wäre es gut, wenn es uns gelingen würde, die Kommission zu täuschen. Zuerst einmal werde ich dem Vizekönig von Bombay ein Schreiben senden, in welchem er erfährt, dass eine Bande von Piraten... Das würde ich nicht tun, Lord Burke.
In Bombay weiß man sehr gut, dass das, was Sandokan hier tut, nichts mit Piraterie zu tun hat, sondern allein dem Willen seines Volkes entspringt. Also was dann? Glücklicherweise haben wir Hassim in der Hand. Wir müssen ihn dazu bringen, zu unseren Gunsten abzudanken. Dann wird kein Mensch auf die Idee kommen, hier irgendwelche Überprüfungen anzustellen. Was ist denn das für eine verrückte Idee, Clintock? Es gibt nichts auf der Welt, was Hassim zur Abdankung veranlassen könnte. Oh doch, es gibt schon ein paar Methoden, um einen Gefangenen dazu zu verleiten, seine Geschenke zu verteilen. Unsinn. Das Einzige, was Hassim uns ohne mit der Wimper zu zucken schenken würde, ist sein Leben. Und ich will nicht einen Märtyrer aus ihm machen. Nein, da müssen Sie sich schon was Besseres einfallen lassen. Gut, wenn Sie mir erlauben, Lord Burke, würde ich Ihnen gerne einen anderen Vorschlag machen. Ich bin auch der Meinung, dass es mehrere Lösungen geben muss. Also, zum Beispiel sollten wir unser Augenmerk darauf richten, diesen mysteriösen Sandokan aufzuspüren und wenn möglich aufzuhängen. Nur müssten wir dazu unbedingt unsere Truppen verstärken und mehr Waffen beschaffen. Halten Sie es für möglich, Lord Burke, dass wir in Indien Söldner anheuern könnten und von dort auch Waffen beziehen? Haben Sie sich auch überlegt, wie Sie das finanzieren wollen? Die Goldmine am Kanton fördert, soweit ich erfahren konnte, eine Menge Gold. Ganz zu schweigen von dem, was sich aus den Schatzräumen des Palastes holen lässt. Fahren Sie fort. Die Young India will übermorgen auslaufen. Sie wissen doch, das Handelsschiff, das unter holländischer Flagge fährt. Sie brauchen keine Angst zu haben, Herrin. Ich bin bei Ihnen. Kommen Sie. Ich muss meine Herrin sofort in ihre Kabine bringen, sie fühlt sich nicht wohl. Beeilung da! Los, vorwärts, vorwärts, Beeilung! Was wollen Sie denn hier? Wir möchten sofort den Kapitän sprechen. Er ist in seiner Kabine. Was soll das? Wir sind ein friedliches Handelsschiff. Platz da, machen Sie Platz! Treten Sie beiseite, los, Männer, unter Deck! Beeilung, Beeilung! Vorwärts davon! Die Eidechsenschwänze sind in Arak gekocht. Eine Spezialität, die ihr in keiner anderen Schenke in Sarawak findet. Schmeckt ja widerlich. Los ist. Die Chinesen sind empfindlich. Matt. Wir hatten doch vereinbart, dass du nicht hierher kommst. Ich musste leider herkommen, um euch zu warnen. Was ist passiert? Burke hat die Young India in seine Hand gebracht. Sie beladen das Schiff mit Gold. Und mit diesem Gold wollen sie sich in Bombay Söldner und Waffen beschaffen. Sie wollen uns ausschalten, bevor die englische Untersuchungskommission eintrifft. Das Schiff muss aufgehalten werden. Ich muss irgendwie versuchen, an Bord zu kommen. Hier, das wird euch vielleicht helfen. Ein Seemann, ein Freund von uns, hat es mir gegeben. Du wirst Janis mitteilen, dass er auf Nachricht von mir warten soll. Er darf auf keinen Fall vorher etwas unternehmen.
Er wird sich freuen, überhaupt etwas von dir zu hören, Sandokan. Hör zu, er wird zu einer bestimmten Stelle segeln und dort auf mich warten. Der Treffpunkt wird die Sandbank von Wai Tung sein. Aber wie wollt ihr das schaffen? Die Yang Inye wird bewacht. Darüber macht er keine Sorgen, Humat. Und was ist mit Tremaine Ike? Er sollte eigentlich schon hier sein. Denn gestern hat mich diese Nachricht hier erreicht. Ich habe über dem Felsen einen Falken gesehen. Morgen Nacht in der Taverne von Ho Shin. T.N. Ja, aber was bedeutet das? Tremaine Ike sucht Raja Hasim. Seit 3 Wochen ist er im Dschungel, denn Burke wird Hasim nicht in der Stadt versteckt halten. Und glaubt ihr, er hat ihn gefunden? Ich bin davon überzeugt. Selbstverständlich hat er das nicht dem Papier anvertraut, denn den Boten hätte man abfangen können. Wo beten wir, dass er ihn gefunden hat, damit wir unseren Herrn befreien können? Das Schiff ist jetzt wichtiger. Wenn ich es nicht aufhalten kann, dann wird es für uns alle vorbei sein. Ja. Jeder bleibt auf seinem Platz! Was? Hey, du, mein Junge, ich habe das Gefühl, dass ich dich kenne. Lass dich mal genau ansehen, ha? Irgendwo habe ich dein Gesicht doch schon mal gesehen. Keine Bewegung! Er schießt ihn! Sie uns den Fluchtweg abschneiden. Flieh, Tremal, flieh! Los, vorwärts! Dreckskerl, das hast du mit Absicht getan. Es tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Du lügst, aber ich werde dir jetzt eine Lektion erteilen. Was geht hier vor? Dieser dreckige Mistkerl hat es gewagt, meine Uniform zu beschmutzen. Ich unterstehe immerhin Lord Burke. Und ich bin ein Matrose der Königin von Holland. Solange Sie sich hier an Bord befinden, sind Sie ein Gast. Ein Unwillkommener zwar, aber Sie haben die hier geltenden Vorschriften zu akzeptieren. Sind Sie in Sarawak an Bord gekommen? Ja, Captain, in Sarawak. Umso höher muss ich wohl Ihre Loyalität Holland gegenüber einschätzen. Ich habe diese Soldaten nicht freiwillig an Bord genommen. Man kann sagen, wir sind ihnen in gewisser Weise ausgeliefert. Das sollten Sie bedenken. Ich verstehe. Es ist also besser, Unstimmigkeiten zu vermeiden. Sie werden Kabinendienst übernehmen. Verstehen Sie das als eine Vergünstigung? Danke sehr. Bitte nicht weinen, Herrin. Hört auf, Herrin. Ich bin bei euch, um euch zu helfen. Auf diesem Schiff kann Ihnen nichts geschehen. Sie sind hier in Sicherheit. Das Leben wird weitergehen. Ich werde Ihnen etwas Tee bringen. Der wird Sie aufmuntern. Herein. Ich bringe Ihr Frühstück, Sir. Ja, stell es dort ab. Na, was gibt es denn heute Morgen? Haferschleim, Sir. Ich habe ihn auf burmesische Art zubereitet. Na gut,
Probieren wir mal den burmesischen Haferschleim. Du siehst mir eher wie ein Pirat aus, nicht wie ein Kabinenboy. Wenn Sie mal einem Piraten begegnen sollten, dann werden Sie den Unterschied spüren. Könntest du dir denn vorstellen, dass ich irgendwann mal einem begegnen werde? Sie sind auf dem Meer, Sir. Und da ist alles möglich. Red keinen Unsinn. Gib mir meinen Säbel. Was soll das? Ich frage, was das soll. Was ist los da draußen? Diese Soldaten haben meine Herren und mich gefangen genommen. Was wollt ihr von uns? Also, warum habt ihr diese Leute gefangen genommen? Wer ist das? Bitte verzeihen Sie, Lieutenant, aber der Kabinenboy da hat behauptet, dass diese Frau... Ja, ich weiß es. Diese Frau ist die Tochter von Raja Hassim. Was redest du da? Das ist unmöglich. Wir wissen, dass die Prinzessin während der Schlacht getötet wurde. Nein, sie ist es. Ich weiß es genau. Nein, sie ist meine Herrin, die Frau des Perlenhändlers Kadim. Das schwöre ich. Wer bist du? Mach den Mund auf, los, antworte! Bist du die Tochter Hassims? Was ist mit dieser Frau? Sie ist ja gar nicht bei sich. Sie ist krank. Sie ist seit vielen Wochen schwer krank. Ich will sie jetzt nach Bombay bringen, um sie dort behandeln zu lassen. Das stimmt nicht. Dieser Mann lügt. Sie ist Hada, nicht die Frau eines Perlenhändlers Kadim. Hören Sie nicht auf ihn. Kein Wort mehr, verstanden? Ich sage Ihnen, die Dame ist meine Herrin. Ich frage mich, warum du dich so aufregst. Sperrt die beiden in ihre Kabine. Wenn das, was du behauptet hast, wahr ist, bekommst du mehr als das. Es ist wahr, mein Herr, es ist wahr. Und wir werden ja sehen. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Und du auch. Ich will allein sein. Was ist passiert? Das Steuer läuft durch. Das Ruder muss gebrochen sein. Das Schiff läuft aus dem Ruder, als ob wir nicht genug Ärger hätten. Alle Maschinen, stopp! Anker werfen! Captain, das Schiff ist in Gefahr aufzulaufen. Das Fahrwasser ist hier sehr seicht. Gut, gehen Sie wieder an Deck. Aye, aye, Sir. Anker werfen! Der Bootsmann soll mit einem Matrosen runtergehen, um das Ruder zu reparieren. Er soll sich damit beeilen, verstanden? Der Bootsmann und ein Matrose unter Deck, um die Ruderanlage zu reparieren. Das Ganze schnell, ist das klar? Du kannst Zeichen. Geh und ruf alle Männer zusammen. Werden wir das Schiff entern? Ja, natürlich. Aber erst nachdem wir ein erfrischendes Bad genommen haben. Also los, Bewegung. Verdammt, gerade habe ich mir eine Zigarette angezündet. Alarm, Alarm! Alle Mann an Steuerbord! Ruhe da unten! Passagiere! Wer hat das Ruder außer Betrieb gesetzt? Es war keiner von meinen Männern, Mr. Clintock. Das ist ein klarer Fall von Sabotage. Ich gebe Ihnen eine halbe Stunde, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Sie werden abwarten müssen, bis die Reparatur durchgeführt worden ist. Das lässt sich nun mal nicht ändern, es sei denn, Sie wollen die Reparatur selbst übernehmen, Lieutenant. Lasst uns hier raus! Macht die Tür auf! Ruhe da drin! Ruhe! Was ist denn hier los? Würden Sie uns wohl mitteilen, was hier vorgeht? Mund halten! Bitte, Sir, würden Sie wohl Ruhe bewahren. Gehen Sie bitte zurück in Ihre Kabine. Was ist das für ein Lärm? Nichts, nichts Ernsthaftes. Aufmachen! Lasst uns hier raus! Sie dürfen nicht rein. Es ist nicht erlaubt, mit den Gefangenen zu sprechen. Glaubst du, du
brauchst ein Gewehr? Schwimm weiter. Hör auf, Kamamori, bist du verrückt geworden? Du, Sandokan? Wie kommst du denn hierher? Keine Zeit für Erklärung. Kommen Sie, Prinzessin, wir müssen schnell weg hier. Erkennen Sie mich nicht? Ich bin Sandokan. Nein, sie kann dich nicht erkennen. Sie hat alles vergessen, was ihr Leben war. Diese furchtbare Nacht hat alles ausgelöscht. Kommt. Wir müssen uns beeilen, bevor sie hier sind. Bleibt unter Deck! Hier entlang! Zwei Männer zum Bug, die anderen folgen mir! Von den Passagieren darf niemand an Deck, verstanden? Nagelt die Luke zu! Los hier rein! Du auch! Hier wird niemand nach euch suchen. Was auch passiert, ihr dürft euch nicht darum kümmern. Ihr müsst hier bleiben. Wir werden uns hier teilen. Fünf von euch kommen mit mir. Einmal. Ihr zwei da hinten an die Reling. Los, macht schon, macht schon. Wir brauchen noch einen Mann auf der Brücke. Los, vorwärts. Wer hat da geschossen? Ich frage, wer da geschossen hat. Lieutenant, sehen Sie da oben auf der Brücke. Geben Sie auf, Sie haben keine Chance. Nehmt diesen Mann fest. Wie Sie sehen, Lieutenant, haben Sie Ihre Begegnung mit einem Piraten bereits das gehabt. Das ist Sandokan! Reden Sie einen Unsinn! Nehmt diesen Mann gefangen! Halt! Diese Kanone ist auf euch gerichtet und in wenigen Augenblicken werden meine Männer das Schiff entern. Warum? Was wollen Sie? Ich bin nicht an Ihrem Schiff interessiert, Captain, sondern an dem, was in Sarawak an Bord genommen wurde. Schicken Sie Ihre Mannschaft unter Deck, Captain. Alle unter Deck! Los, bewegt euch! Nehmen Sie diesen Befehl zurück! Ich habe hier das Kommando! Ich werde meine Männer nicht gefährden! Unter Deck! Los, los, los! Beeilt euch! Zurücktreiben! Sie müssen versuchen, ruhig zu bleiben, Herren. Sie brauchen keine Angst zu haben. Oh. Herren, kommen Sie zurück! Was machen wir jetzt? Wir müssen erstmal die Kanone ausschalten.
Hirondo, gib uns Feuerschutz! Du weißt wieder, wer ich bin. Ja, du bist es wirklich, Sandokan. Ich weiß, es war schrecklich. Aber das Leben geht weiter. Das Gold darf niemals nach Bombay gelangen. Ich verstehe. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen Teil davon annehmen würden, um Ihre Reederei damit zu entschädigen. Für den am Schiff entstandenen Schaden und auch für die Passagiere. Ich danke Ihnen. Sambellion, fangt mit dem Umladen des Goldes auf das Boot an und beeilt euch. Es wird schnell gehen. Janice, du gehst nach unten und bringst die Prinzessin an Deck. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich darf mich verabschieden, meine höchste Bewunderung zum Ausdruck bringen. Mhm. Sicher durch die Straße von Mancino gekommen. Wenn wir weiter solche Fahrt machen, sind wir morgen da. Ich glaube, ich werde mir diese verdammte Raucherei abgewöhnen müssen. Erst mit Zigarette schwimmen, dann die Schießerei und jetzt der Wind. Los, weiter! Hirondo, geh unter Deck und mach mir eine Tasse Tee. Sofort. Kamamuri, wie geht es der Prinzessin Hada? Besser, sie erholt sich sehr schnell. Sandokan. Es tut mir so leid, Prinzessin. Sie haben meine ganze Familie umgebracht. Mein Vater ist ein Gefangener. Ja, das ist furchtbar. Ich weiß aber, dass Sie irgendwann darüber hinwegkommen werden. Erst vor 2 Jahren ist das alles geschehen. Mir ist manchmal, als würde es wie ein Jahrhundert auf mir lasten. Ich habe so sehr gehofft, dass du kommen und uns aus den Flammen des brennenden Palastes retten würdest, Sandokan. Ich dachte, er muss doch da sein, er muss uns helfen. Ich schrie, betete, aber du warst nicht da. Und sie ermordeten vor meinen Augen meine Familie und nahmen meinen Vater gefangen. Es war so unbeschreiblich grauenvoll. Sandokan, was wird aus meinem armen Vater werden? Und aus all unseren Freunden, dem Volk von Sarawak? Der Kampf um Sarawak ist nicht vorbei. Er wird es niemals sein, solange ich am Leben bin, Prinzessin. Aber zuerst muss ich Sie in Sicherheit bringen. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Nein, verlass mich nicht, Sandokan, ich bitte dich. Ich bin nur dort sicher, wo du bist, nirgendwo sonst. Und ich weiß, es gibt keinen Ort, wo ich hin könnte. Also gut. Dann segeln wir zusammen nach Sarawak. Musik.
Ich grüße dich, Quan. Dich und die Deinen. Sind Soldaten von Lord Burke gesichtet worden? Es sind keine Soldaten im Dschungel von Quad. Bis zur großen Pagode. Und dort wacht Tomat. Er meldet alle Bewegungen. Aber bis jetzt ist die Straße nach Sarawak frei. Danke, Quan. Macht euch bereit, wir marschieren zur Pagode. Irangu, du gehst voraus und markierst den Weg. Hirondo, du folgst als Nachhut. Dass sie mehr als 300 Jahre alt ist, sieht sie gut aus. Es scheint mir, dass Homad einen sicheren Platz gewählt hat. Haltet eure Waffen bereit. Das Signal. Sandokan! Homad! Alles in Ordnung. Sandokan, endlich bist du da. Ich dachte schon, du würdest niemals kommen. Und das Schiff? Habt ihr es geändert? Dieses Schiff wird jedenfalls keine Waffen in Bombay abholen können. Los, Männer, tragt die Waffen hinein. Homad, weißt du, wer vor dir steht? Eure Hoheit, ihr seid es. Buddha ist groß und gütig. Wir dachten, ihr ja, wäret... Ja, ich weiß. Was ist mit meinem Vater? Hast du etwas erfahren? Bitte sag's mir, selbst wenn er... Er lebt, euer Hoheit. Es gibt aber nur einen, der mehr darüber sagen kann. Tremal Naik. Was ist mit ihm? Warum ist er nicht hier? Sie haben ihn in das Arbeitslager am Kanton verschleppt. Es ist unmöglich, zu ihm zu kommen. Burke hat eine ganze Kompanie zur Bewachung dorthin geschickt, wegen der Gefangenen und des Goldes. Wenn nur Tremal Naik weiß, wo der Fürst gefangen gehalten wird, müssen wir ihn eben befreien. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber wir müssen es versuchen. Sie sterben dort wie die Fliegen. Sie bekommen nichts zu essen und werden krank. Ich gehe. Und diesmal nehme ich nicht den Dienstboteneingang. Was ist dein Plan? Ein Schiffswrack. Pirangu, du hältst dich für heute Nacht bereit. Aber Sandokan... Ich erkläre später alles. Wollen Sie mit uns essen? Ich denke, ich sollte mich für eine Weile vom Palast fernhalten. Dort würde man mich bestimmt erkennen. Gut, wie können wir in Verbindung bleiben? Im Hafen wirst du die Junke von Fuen finden. Er ist ein Fischer, der uns immer geholfen hat. Gut. Warum lässt du mich nicht Tremal befreien? Ich bin zwar ein schwacher Engländer, aber ich könnte es doch schaffen. Hada, was ist mit Ihnen? Ich habe furchtbare Angst um dich, Sandokan. Ich frage mich, wie du das schaffen willst. Ihr Vertrauen wird mir Kraft geben. Also gut, ich werde für dich beten. Dann werde ich es schaffen. Ganz egal wie. Ich möchte sie wieder lächeln sehen. Strand.
Euer Hoheit. Hier sind eure Kleider. Oh, das ging aber schnell. Mein Kompliment an den Schneider. Danke, Euer Hoheit. Er sagte, alles andere wird morgen fertig sein. Lord Burke würde sich übrigens glücklich preisen, wenn ihr heute Abend mit ihm speisen würdet, Hoheit. Sie können ihm ausrichten, es ist mir eine Ehre, an seiner Tafel zu sitzen. Ich danke Ihnen. Guten Morgen, Euer Hoheit. Was macht eure Wunde heute? Ah, du hast ein bisschen hart zugeschlagen. Na, du aber auch. Los, zieh mich jetzt an. Ich habe diese wunderbare Yacht auf einer Werft in Liverpool bauen lassen. Ich glaube nicht, dass es außer Engländern jemanden gibt, der weiß, wie man eine gute Segeljacht baut. Meine war prächtig. Aber sie war dem Sturm nicht gewachsen. So wurden wir also auf das Riff von Madriga geworfen. Wenn Sie erlauben, Lord, ich habe mich soeben in Ihre Gedanken eingeschlichen. Was glauben Sie, habe ich gedacht? Sie fragen sich, wer ist dieser Mann wirklich, den ich zu mir an meine Tafel geladen habe, dem ich Kleidung gab und Gastfreundschaft von solcher Auserlesenheit? Nein. Sie selbst sagten, Sie wären der Raja von Samaputra. Ich habe das gesagt, ja, richtig. Aber ich sehe in Ihren Augen, dass ein leichtes Misstrauen uns dieses Festessen verderben könnte, das mit solcher Vollendung zubereitet wurde. Sie selbst haben das Thema darauf gebracht. Und ich muss zugeben, dass Sie in gewisser Weise richtig vermuten. Ja, ich gebe zu, ich bin nicht frei von Misstrauen. Wollen Sie es verfliegen lassen? Ich werde es versuchen, Lord. Also warten Sie. Ich könnte zum Beispiel ein Hochstapler sein. Oder ein Verrückter. Aber ich bin ein Schiffbrüchiger. Und die Wunde ist überprüfbar echt. Ich gebe zu, eine Wunde kann man sich künstlich beibringen. Aber was sollte ich damit bezwecken? Können Sie mir das sagen, Lord Burke? Sagen Sie es mir, Raja. Ich finde, Sie sind ein interessanter Plauderer. Also weiter. Sehen Sie das hier? Ist kein Geschenk von Ihnen, Lord. Ein Glücksbringer, ein Rubin von unschätzbarem Wert. Sie dürfen ihn sich gern ansehen. Selbst ein Laie würde erkennen, dass dieser Stein etwas Außergewöhnliches ist. In der Tat ein außergewöhnliches Juwel. Aber warum diese Vorführung? Wenn ich ein Hochstapler wäre, dann würde ich ihn diesen Stein nicht anbieten, von denen einige Menschen meinen, er sei einzigartig auf der Welt. Sie machen ihn mir zum Geschenk? Es ist mir eine Ehre, Lord Burke. Dann bleibt mir nichts, als Ihnen zu danken. Es war wirklich zauberhaft, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, ein erhebender Abend. Seit der Eroberung von Sarawak sind Sie in aller Munde. Die Gefangennahme von Hassim hat Aufregung verursacht. Hassim war als Herrscher untauglich. Ich musste eingreifen. Sie haben die Zustimmung aller loyalen Malaien. Sie waren natürlich nicht verpflichtet, Sie als Engländer, den Herrscher vom Thron zu stoßen. Ich tat es mit blutendem Herzen. Ich fühlte aber die Pflicht, die Freiheit dieses Volkes zu schützen. Nicht müde werden, ihr verdammten Halunken! Da drüben, schneller, schneller! Beweg dich, du Harte! Von all den Dingen, die man in Sarawak sehen kann, ist dies hier bei weitem das Interessanteste. Wir fördern aus Anschwemmungen Gold. Kommt dabei viel heraus? Kommt auf die Zahl der Arbeiter an. Aber glücklicherweise ist Arbeitskraft kein großes Problem in dieser Gegend. Ja, verstehe. Es scheint mir eine gute Lösung, Gefangene die Arbeit machen zu lassen. Sie arbeiten 10 Stunden jeden Tag. Natürlich bei jedem Wetter. Es ist die beste Strafe, die ich kenne. Es macht sie zahm wie Lämmer. Es ist wirklich erstaunlich. Haltet den Mann! Lass sofort das Gewehr fallen! Verdammter Hund, dafür wirst du bezahlen. Los, beweg dich! Vorwärts! Vorwärts! Aber wie Sie sehen, wollen einige Lämmer Tiger werden. Du schon wieder. Meine Geduld mit dir ist am Ende. Ich war bis jetzt zu großzügig. Er wird hart bestraft werden. Also los, schafft ihn weg, aber sofort!
Ich bitte euch, seid nachsichtig mit ihm. Es tut mir sehr leid. Aber dieser Mann ist gefährlich und aufsässig. Er hat schon einmal versucht zu entkommen und zwei Wachen verwundet. Weg damit euch! Ein Messer in die Rippen! Schießen Sie nicht. Es ist nur eine Kugel im Lauf, Archer. Er wartet mit dem Schuss, bis der Gefangene mich um Gnade bittet. Und wenn er ihn verfehlt? Umso besser für das Krokodil. Ihr Hunde, wollt ihr wohl zurück? Also gut, befreit ihn! Zurück! Mein Kompliment. Sie können hervorragend mit dem Gewehr umgehen, Hoheit. Verzeihen Sie mir bitte diese kleine eitle Vorführung. Die Versuchung war einfach zu groß. Ich würde allzu gern hören, was der Gefangene zu sagen hat, nachdem er diese qualvolle Erfahrung gemacht hat. Nun, Gefangener, wie fühlst du dich? Trink das heute Nacht und jetzt wird erstmal ohnmächtig. Es ist wirklich zu dumm, Lord Burke. Ein Schlappschwanz. Wenn Sie wirklich Interesse an den Eindrücken des Mannes haben, können Sie ihn ja morgen befragen. Das heißt, wenn er bis dahin zu sich gekommen ist. Schafft ihn weg! In die Zelle mit dem Kerl! Es war wohl zu viel für ihn. Ein Mann, der vor Angst stirbt, verdient es wohl auch nicht zu leben. Los, weitermachen! Lord Burke, ich möchte eine Bitte äußern. Lassen Sie den Mann auf einem Friedhof begraben. Wir haben hier unter uns einen Friedhof, auf dem er bestimmt seinen Frieden finden wird. Für einen Malayen bedeutet das Versinken im Wasser nicht nur das körperliche Sterben, sondern auch den Tod der Seele. Nun, wenn es Ihnen so viel wert ist und die Seele des Mannes damit gerettet wird, so will ich Ihrem Wunsch gern entsprechen. Halt! Bringt ihn weg. Du weißt, was du zu tun hast. Und du? Heute Abend findet ein Ball zu meinen Ehren statt. Dort wirst du mich finden. Ja.
Pommery, Jahrgang Champagner von 70. Schwer zu bekommen in dieser Gegend. Sagen Sie, Lord Burke, warum sind eigentlich so wenige Malaien unter Ihren Gästen? Sie sollten doch wissen, freundschaftliche Beziehungen sind schwer aufzubauen. Sollte das politische Hintergründe haben? Nun, wenn es nur das wäre. Sie wollen auf keinem Gebiet mit uns zusammenarbeiten. Nicht einmal die Dienerinnen sind freundlich. Wenn ich gewusst hätte, bevor ich mit meinem Mann hierher kam, in welch isolierter Lage ich mich hier wiederfinden würde, niemals hätte ich das wundervolle Bombay verlassen. Die Menschen verhalten sich feindselig uns gegenüber. Das sollte Sie aber nicht wundern. Bedenken Sie, Ihre Männer sind doch recht geräuschvoll hier eingedrungen. Nun, diese Feindseligkeit werden wir auch noch überwinden. Lieutenant Clintock wird in Kürze mit einer Sache hier eintreffen, die die Hitzköpfe in diesem Land etwas abkühlen wird. Euer Lordschaft. Wir sind soweit. Würden Sie mich bitte entschuldigen, Hoheit. Ich vertraue Sie für ein paar Minuten meinen Freunden an. Oh, eine Frage, Euer Hoheit. Wie kommt es, dass euer Sekretär heute Abend nicht hier ist? Tja, er verabscheut Empfänge. Irgendjemand hat ihm von einer Schenke im Hafen erzählt. Dort soll man gut essen. Und es soll recht amüsant sein. Los, ihr hebt jetzt ein Grab aus. Das Ganze ein bisschen schnell, verstanden? Euer Hoheit, entschuldigen Sie, Sir. Lord Burke bittet Sie, ihn sofort in seinem Arbeitszimmer aufzusuchen. Verzeihen Sie bitte. Ich werde die Geschichte später weitererzählen. Sie haben um ein Kommen gebeten, Lord Burke. Nehmen Sie diesen Mann fest. Clintock. Da ich nicht an Geister glaube, sehe ich mich gezwungen zu glauben, dass Sie wirklich vor mir stehen. Nur ein bisschen derangiert. Ich will gern zugeben, dass Sie mich in eine peinliche Situation gebracht haben, aber die Hoffnung, die Möglichkeit zu haben, Ihnen noch einmal zu begegnen, gab mir die Kraft, am Leben zu bleiben. Und zum zweiten Mal stehen wir uns gegenüber. Darf ich fragen, wie Sie gerettet wurden? Ein indisches Schiff hat mich rausgefischt. Das nennt man Pech, nicht wahr, Sandokan? Sie wissen doch, das Unglück des einen war schon immer das Glück eines anderen. Nun wollen Sie Ihren Triumph sicher auskosten, aber warum nur in aller Stille? Sie sollten Ihren Gästen ein Schauspiel bieten. Die Gefangennahme Sandokans, Ihrem Todfeind. Oder wollen Sie es vielleicht vermeiden, Ihren peinlichen Fehler zuzugeben, einen Piraten in Ihrem Haus beherbergt zu haben? Verflucht, warum habe ich es nicht geahnt? Ein Mann wie Sie gibt wohl niemals auf. Ich bin sicher, dass Sie nicht allein gekommen sind. Wo ist das Gold von der Young India? Er wird den Mund nicht aufmachen, Lord Burke. Wir werden andere Mittel finden, um ihn zum Sprechen zu bringen. Bitte überlassen Sie ihn mir. Sie haben ja gestern erlebt, was wir mit Übeltätern zu machen pflegen. Und es wird morgen niemanden geben, der Sie mit einem Schuss retten wird. Es wird ein sehr unangenehmer Tod für Sie werden. Moment mal, jetzt wird mir die Fürsorge für den Gefangenen verdächtig. Da steckt doch mehr dahinter. Warum haben Sie ihn vor dem Krokodil gerettet? Und dann verhindert, dass man ihn ins Meer geworfen hat? Wer ist er? Halt! Lasst eure Waffen fallen! Tun Sie, was er sagt, Clintock! Haltet den Mann! Haltet ihn! Was ist? Warum hörst du auf zu graben? Los, weiter graben, du Hund. Wir haben unsere Zeit nicht gestohlen. Jetzt wird es langsam Zeit zuzuschlagen. Schießt aber nur, wenn es unbedingt nötig ist. Passt auf, dass ihr nicht einen von unseren Leuten trefft. Hast du
du das gehört? Irgendwas hat da drüben gepfiffen. Ja, na klar, du Idiot. Weißt du denn nicht, dass Geister um diese Zeit immer so pfeifen? Bringt den Sarg hierher. Beeilt euch verdammt nochmal. Vorwärts. Gib ihm das, was er verdient hat. Ah! Ja! Das genügt. Stell dir mal vor, wir würden den Sarg treffen. Los jetzt. Aus, wie ihr könnt, und sorgt dafür, dass der Sarg nicht beschädigt wird. Ich glaube, wir werden diesen Sergeant hineinlegen. Moment mal. Sandokan! Wir müssen uns in den Dschungel zurückziehen. Was ist passiert? Sie wissen, wer ich bin. Los, weg hier. Pirangu, Hirondo, nehmt Tremal Nike mit. Schneller, schneller! Pushern! Vorwärts! Bleib stehen! Aber sollen wir sie denn nicht verfolgen? Nachts würden wir sie im Dschungel nie finden. Wir bringen diesen Mann dazu, uns zu sagen, wo sie sind. Werf diesen Hund ins Grab! Wo ist der Schlupfwinkel deiner Freunde? Sag uns, wo finden wir sie? Wir haben ihm eine Chance gegeben, davonzukommen, nicht wahr? Da er nicht sprechen will, muss er nun sterben. Nein! Nein! Wenn ich sterben muss, erschießt mich doch! Ich bin ein alter Mann, ich flehe euch an! Also gut, wartet! Sag uns, wohin sie geflohen sind. Zur Pagode. Zur Pagode von Quart. Lieutenant, warum eine Kugel verschwenden, wenn es nicht nötig ist? Nein! 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 Eigentlich müssten sie längst hier sein. Was kann nur passiert sein? Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden mit Sicherheit kommen. Da sind Sie. Ist alles gut gegangen, Sandokan? Wir haben Fushian und Erduk verloren. Wir müssen uns um Tremal kümmern. Tragt ihn hinein und bringt mir etwas Arak. Das war ein ziemlicher Brocken. Er ist ein glücklicher Mann, Prinzessin Hada. Ich habe seit zwei Nächten kein Auge zugemacht. Dahin. Sandokan, ist er tot? Nein, nur ein sehr tiefer Schlaf. Er wird wieder zu sich kommen.
Also hast du dich auch entschieden, hinunter in die Hölle zu kommen? Nein, du bist zu uns zurückgekehrt. Ich habe noch niemals einen toten Mann gesehen, der toter war als du. Sag mir, hast du herausgefunden, wo Hassim gefangen gehalten wird? Die Zuflucht des Falken. Ja. Ja, ich weiß es. Burke hält den Maharaja in einem Kloster auf dem Gipfel des Berges Faborum gefangen. 2 Wochen lang musste ich einem Mönch durch den Dschungel folgen. Erzähl mir mehr von diesem Kloster. Wie viele Männer bewachen ihn? Ich würde sagen, ungefähr 50. Die Wachen wären aber nicht der schwierigste Punkt. Burke hat eine gute Wahl getroffen. Das Kloster ist äußerst schwierig zu erreichen. Es ist auf 3 Seiten von steilen Felswänden umgeben. Wir könnten es vielleicht mit Hilfe eines Fesselballons erreichen. Homad, kennst du den Faborum? Ja, Sandokan, ein unbezwingbarer Gipfel. Wir brauchen 10 Männer, die alle mit diesem Gebiet vertraut sind. Das wird einige Zeit dauern. Die hast du. Sambellion, du wirst ihn begleiten. Und ihr nehmt die besten Männer, die ihr finden könnt. Wir haben bald Vollmond in 10 Nächten von heute. Wir erwarten euch dann am Fuß des Berges. Tremal Naik wird uns führen. Wir werden die Männer finden. Lasst uns gehen. Viel Glück, Freunde. Entwaffnet seine Männer! Ich frage mich wirklich, was Sie hier tun. Sie sehen wie ein Engländer aus. Nur einem Leben Gescheiterter kann sich mit diesen eingeborenen Hunden zusammentun. Man sagt, die Morgendämmerung ist die beste Zeit für einen Mann zu sterben. Ihr werdet sofort von einem Exekutionskommando erschossen werden. Ihr alle! Los, schafft sie hinaus! Nein, warten Sie! Sie haben nicht das geringste Recht, diese Männer zu töten. Euer Hoheit, ich bin entzückt, Sie wiederzusehen. Verehrter Sir John. Wer ist diese Frau? Ich habe das Vergnügen, Ihnen die Perle des Hauses Hassim vorstellen zu dürfen. Hada, die Tochter des Ex-Maharaja. Sind Sie da auch wirklich ganz sicher, Lieutenant? Natürlich. Sie reiste unter fremdem Namen mit Ihrem Diener auf der Young India. Jetzt finden wir Sie hier bei Sandokan. Was wäre ein besserer Beweis, Sir? Lassen Sie diese Frau zufrieden, Clintock. Ihr habt ihr genug angetan. Schafft diese Leute hinaus und beginnt mit der Exekution. Nein? Sie nicht. Denn ich habe Ihnen etwas äußerst Wichtiges mitzuteilen, Euer Hoheit. Halt! Dort an die Wand! Geh und sage Lord Burke, dass wir bereit sind. Ihr Vater, so nehme ich an, wird doch Ihren Worten Vertrauen schenken. Ihr werdet auch im Namen Sandokans mit ihm sprechen. Nein, das tue ich niemals. Sie vergessen, dass ich eine Prinzessin bin. Ich fühle mich meinem Volk verpflichtet. Sie wollen also lieber auf die Stimme der Pflicht hören, als auf das, was Ihr Herz sagt. Das ist bewundernswert, aber nicht sehr zweckmäßig. Sie sind ein erbärmlicher Schuft, Burke. Sie kennen keine Menschlichkeit. Aber Sie werden lernen müssen, dass Empfindungen und Ideale existieren, die Sie mit Exekutionen und Grausamkeit nie zerstören können. Euer Lordschaft, das Erschießungskommando wartet auf Ihre Befehle. Dies ist die letzte Chance, die Sie erhalten. Das Leben Ihrer Freunde liegt nun allein in Ihrer Hand.
Nur noch wenige Sekunden und sie werden das Kommando hören und dann die Schüsse. Dann wird es zu spät sein, ihr Leben zu retten. Was haben Sie davon? Ein Leben lang würden Sie sich Vorwürfe machen. Sie müssen sich nun entscheiden. Ich verlange nichts von Ihnen, was unehrenhaft wäre. Sie tun es zum Wohle von Sarawak und helfen Ihrem Volk. Und wer gibt mir die Garantie, dass Sie Ihr Versprechen halten? Ich habe Ihnen mein Wort gegeben. Das muss Ihnen genügen. Sie haben sowieso keine andere Wahl. Einem von euch wird die Gnade erwiesen, die Augen verbunden zu bekommen. Aber nur einem, verstanden? Verbinden Sie sie mir, Lieutenant. Unser englischer Verräter hat mehr Angst als diese Wilden hier. Ich habe keine Angst, Lieutenant. Ich will nur nicht, dass das Letzte, was ich in meinem Leben sehe, das Gesicht eines Schweines ist, das Ihnen gleicht. Lord Burke, ich bitte um die Erlaubnis, selbst den Befehl zum Schießen geben zu dürfen. Es gibt keine Exekution. Ich bin sicher, irgendwann, wenn ihr in den Minen von Taipong arbeitet, werdet ihr bedauern, dass ich euch am Leben gelassen habe. Denn ich schone euer Leben nicht aus Mitgefühl. Wir machen hier Rast. Ein Königreich für eine Zigarette. Welches Königreich? Oh, fürstliche Bewirtung heute, was? Ihr bekommt den ganzen Tag nichts mehr. Heute müssen wir durch die Sümpfe. Hier, friss, solange du noch kannst. Was soll das? Es gibt einen Pfad am Rande des Sumpfes. Ja, aber da lauern die Dayak, die sammeln Menschenköpfe. Die Vorstellung, einen ganzen Tag lang bis zu den Knien im Schlamm herumzuwarten, hat mir den Appetit verdorben. Na, ich hoffe auch nicht, da Zigaretten zu finden. Schneller! Schneller davon! Beeilt euch! Los! Bewegt euch! Bewegt euch! Nicht einschlafen! Oder wollt ihr die Peitsche haben? Hey, da kommen die neuen Gefangenen. Hierher mit den Hunden. Von hier zu fliehen scheint mir gar nicht so leicht zu sein. Es wird genauso schwierig sein, wie hier zu bleiben. Nimm deine Pfoten da weg! Nein, ich habe vor zwei Tagen das letzte Mal etwas getan. Dann wirst du eben noch mal zwei Tage warten. Was wird das hier, ein Plauderstündchen? Los, weiter mit euch. Vorwärts! Ich hoffe, Sie werden unseren Freunden einen angenehmen Aufenthalt unter Ihrer Obhut bereiten. Gemäß Ihren Anordnungen, Euer Lordschaft. Und Sie dürfen ganz sicher sein, dass Sie von jetzt an Sandokan und die anderen Halsabschneider von der Liste Ihrer Feinde streichen können. Ich habe selbst die stärksten Männer in den Minen von Taipong in die Knie gehen sehen. Es ist sehr unerfreulich, doch zu arbeiten. Und in diesem speziellen Fall habe ich die vorgesehene Wasserration auf die Hälfte herabgesetzt. Eine reizende Idee. Männer, denen nach Rebellion dürstet, kuriert man nur mit gesalzener Kost. Schneller arbeiten! Schneller! Schwiegt eure Pickel! Vorwärts! Vorwärts! Bewegt euch! Ich soll dir wohl was überziehen, hä? Du verdammter Hund, du! Los an die Arbeit! Vorwärts! Vorwärts! Nicht so lahmarschig da drüben! Schneller! Schneller mit der Lore!
Vorwärts! Vorwärts! Ich soll dir wohl Beine machen! Vorwärts! Schneller! Schneller! Weiter, weiter! Nicht Stopp machen! Na los, du dreckige Ratte, frier schon um Gnade, denn vor dir steht der große Sohn des himmlischen Kaiserreichs, Chopin! Nun, Chopin, zeig ihm, was du kannst! Wenn du nicht willst, dass ich dir deinen Schädel spalte, wirst du mir heute Nacht eine Wasserration geben. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass nur einer aus dem Höllenloch herauskommen wird, und das ist der Sohn des himmlischen Kaiserreichs. Nicht quatschen, da drüben arbeiten! Bleiben uns jetzt nur noch 3 Tage, wenn wir zur verabredeten Zeit den Faborum erreichen wollen. Ja, ich weiß. Wir müssen also einen Weg finden, um hier rauszukommen. Aber wie? Wir würden es niemals allein schaffen. Was ist mit den Sträflingen? Sie sind mit Sicherheit auf unserer Seite. Es gibt nur eine Schwierigkeit. Dieser Verrückte, der Chopin, der muss weg. Die anderen tun, was er sagt. Er ist gefährlich. Hey, du da unten! Halt dein Maul, hast du verstanden? Ich will verdammt noch mal in Ruhe mein Wasser trinken. Steh auf, Chopin. Ich glaube, ich muss dir mal Manieren beibringen. Und zwar sofort. Du musst ja völlig wahnsinnig sein. Ich zerreiße dich in der Luft. Ich habe geglaubt, dass du mich schlagen kannst. Bleib liegen, beweg dich nicht. Was willst du noch, Sandokan? Genügt es dir nicht, dass ich dich als unseren neuen Führer anerkenne? Das ist es nicht, was ich will. Was willst du dann? Sag es. Hör mir gut zu. Ich möchte mit meinen Männern fliehen und wir brauchen deine Hilfe. Und die deiner Männer. Ich bin dabei. Du kannst mit meiner Hilfe rechnen. Gut. Thank you.
Ich werde dir sämtliche Knochen brechen. Du verdammter Hundesohn! Ich verspreche dir, ich tu's nie wieder, Chopin. Ich werde sie wieder tun. Los, komm, mach den Tierenhund fertig, Chopin. Du Stolz, sind die verrückt geworden. Der einzige Weg hier hinaus geht dorthin durch. Warum willst du dich durch den Schlamm wühlen, wenn ein Pfad dort entlang führt? Dort sind die Dayak. Das musst du doch wissen, Chopin. Ja, ich weiß aber auch, dass ich nichts weiter brauche als ein Gewehr und Mut, um mir diese Wilden vom Leib zu halten. Also, wer kommt mit? Wie kann man nur so dumm sein, einen festen Pfad zu verlassen und durch den Sumpf zu wandern? Nein, ohne mich. Chopin, hör auf mich. Selbst wenn ihr gut bewaffnet seid, ihr schafft es niemals. Ihr kommt da nicht durch. Die Männer haben sich entschieden. Sie werden mit mir gehen, denn ich bin ihr Anführer. Wenn er es so will. Jeder muss tun, was er für richtig hält. Thank you.
Ich glaube, Sandokan wird nicht mehr kommen. Wir müssen jetzt angreifen. Die Brücke über der Schlucht ist zerstört, Homad. Willst du die blanke Wand hinauf? Nein, das wäre Selbstmord. Hör auf meinen Rat. Wir warten auf Sandokan. Wir warten schon länger als verabredet auf ihn. Er kommt nicht mehr. Sandokan, du hast es doch geschafft. Wasser, das ist das Einzige, was wir jetzt brauchen. Ja. Und eine Zigarette für dich. Oh nein, mein Freund, diesmal will ich nichts als Wasser. Oh, dann müsst ihr aber wirklich einiges hinter euch haben. Kann man sagen. Seid ihr bereit? Ja. Ich habe nicht geglaubt, dass ich dich noch einmal wiedersehe. Die wollten uns unbedingt dort behalten, hatten uns in ihr Herz geschlossen. Wir haben diesen Soldaten zum Sprechen überredet. Wir haben erfahren, dass Verstärkung ins Kloster gekommen ist. Und mit ihnen Burke, Clintock und eine junge Frau, die verschleiert war. Möglicherweise Hada. Ein Grund mehr, da oben raufzukommen. Ich habe das Gefühl, dass es nur ein paar Adler gibt, die dort hinaufgelangen können. Nur über den Flaschenzug geht's nach oben. Sie lassen die Plattform zweimal täglich runter, morgens und abends. Sie müssten sie gleich wieder runterlassen. Ich bin sicher, wir kommen rauf. Wir müssen eben den Weg benutzen, den es gibt. Wie soll das funktionieren? Warte bis heute Nacht. Die Plattform kommt runter. Los, Trimmel. Schnapp dir den Kerl. Du ein einziger Laut von dir, du bist tot. Hey! Ist da unten alles in Ordnung? Antworte ihm. Alles in Ordnung hier unten. Du kannst mich wieder raufziehen. Ich werde euch begleiten. Sie halten meine Herren gefangen und ich will sie retten. Das Gewicht einer Person kann sie vielleicht täuschen, nicht aber zwei.
Was sollen wir uns mit dem Ding abmühen? Heute Abend will sowieso niemand mehr runter. Ja, du hast recht. Kuna hält unten im Tal Wache. Also lass uns ein Spielchen machen. In Ordnung. Wer schafft es drin? Verdammt, mit der Plattform kommen wir jetzt nicht mehr rauf. Wie sieht's mit der Hängebrücke über der Schlucht aus? Ist unmöglich zu reparieren. Das macht nichts. Wir werden auch so einen Weg hinüberfinden. Los jetzt. Wir müssen vor Tagesanbruch im Kloster sein. Nein, Hada, ich kann das nicht tun. Solange ich hier als Gefangener gehalten werde, wird mein Volk dies nie akzeptieren. Und ich würde meinen Stolz verlieren. Niemand darf eine Herrschaft auf Blut und Unterdrückung aufbauen. Die englische Regierung würde niemals gestatten, dass er seine Verbrechen in ihrem Namen verübt. Sie würde ihn ins Gefängnis werfen. Ich glaube, Sie irren sich, Fürst. Und Sie irren sich in Ihrem Volk. Ihre Tochter wird Ihnen das gern bestätigen. Er hat leider recht. Das Volk von Sarawak hat sich nicht gegen das neue Regime erhoben. Alle sind an die Arbeit gegangen wie gewöhnlich. Sie denken zwar in großer Verehrung an dich, aber nach allem, was sie durchgemacht haben, wollen sie nichts weiter als Frieden. Ich weiß nicht, was dich veranlasst, so etwas zu sagen, meine Tochter. Aber ich habe den Eindruck, dass du nicht ganz aufrichtig bist. Sie irren sich schon wieder. Sie wurde zu nichts gezwungen. Sie hat lediglich eingesehen, wie andere auch, dass Sarawak ihre Regierung nicht länger wünscht. Warum sind Sie dann so begierig darauf, dass ich eine Abdankungserklärung unterzeichne, wenn alles so klar ist? Dein Verzicht würde das Leben vieler Menschen retten. Und Vergeltungsmaßnahmen würden verhindert werden. Es ist offensichtlich, dass du nur Worte wiederholst, an die du selbst nicht glaubst. Womit setzt er dich unter Druck? Du irrst dich. Lassen Sie mir noch eine Nacht, um darüber nachzudenken. Wie Sie wünschen. Ich darf Sie bitten, mit mir zu kommen, Prinzessin. Nicht Sie, Lieutenant. Ich wünsche, dass Sie unserem vornehmen Gast etwas Gesellschaft leisten. Denn diese Nacht ist von besonderer Wichtigkeit, nicht wahr? Sie glauben doch nicht etwa, ich könnte mir das Leben nehmen. Sie wissen sehr wenig, zu wenig, junger Mann. Man sagt, die orientalische Seele sei schwer zu verstehen. Ich wollte nur jede Vorsichtsmaßnahme ergriffen haben. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Sie werden sich etwas überlegen, was Ihren Vater überzeugt, sonst werde ich sehr ungemütlich. Sie wissen doch, das Leben Ihrer Freundin Taipan hängt an einem seidenen Faden. Sie werden jetzt wieder in Ihr Zimmer gehen und sorgfältig über meine Worte nachdenken. Sie dürfen keine weitere Chance von mir erwarten. Die Prinzessin darf ungehindert ihren Vater aufsuchen, haben Sie verstanden? Mhm. Sandokan. Ich war sicher, dass ich dich hier finden würde. Es ist uns gelungen zu fliehen. Jetzt hör gut zu. Wir haben nicht viel Zeit.
Wo wird dein Vater gefangen gehalten? Auf demselben Gang, auf der anderen Seite. Aber dort stehen zwei Wachen, die du beseitigen musst. Und bei ihm ist Clintock bereit, ihn sofort zu töten. Ich werde zu ihm gehen, Sandokan. Niemand rechnet damit, dass ich bewaffnet bin. Gib mir deinen Revolver. Nein, Hada. Es ist zu gefährlich. Clintock ist kein dummer Mann. Ich darf das Risiko nicht eingehen. Es bleibt uns keine andere Wahl, wenn wir das Leben meines Vaters retten wollen. Also gut. Ich gehe auf dem Sims entlang. Ich brauche vielleicht 5 Minuten. So lange musst du warten. Wir sind nahe dran. Verdammt nochmal, wir müssen uns beeilen. Entweder wir kommen ins Kloster rein oder wir sterben. Wir haben uns zu lange von unserem Stolz beherrschen lassen. Es ist an der Zeit, ihn zu vergessen. Alles hat sich geändert. Ich verstehe dich einfach nicht. Du sagst Dinge zu mir, die keinen Sinn haben, die einfach... Vater, bitte hör jetzt gut zu. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass es zum Besten von Sarawak ist, wenn du mit der Abdankung einverstanden bist. Ich bitte dich, das zu verstehen, Vater. Die Zeiten haben sich geändert. Das Volk glaubt nun mal an Burke. Sie glauben, er könnte ein mächtiger Herrscher werden. Einer, der dem Land wieder Ordnung bringt und Stabilität und eine starke Wirtschaft. Keine Bewegung, Lieutenant Clintock. Versuchen Sie nicht, Ihre Waffe zu ziehen. Ada, tu bitte nichts Unbesonnenes. Wir werden nicht lebend hier herauskommen. Ihr Vater hat recht. Tun Sie nichts, was Sie bereuen könnten. Öffne das Fenster, Vater, beeil dich! Sandokan. Euer Hoheit, ich bin gekommen, um euch zu befreien. Ich werde als Erster rüberklettern. Nein, diesmal bin ich dran. Nike, komm herüber. Macht schon, ergebt euch! Ihr habt keine Chance zu entkommen! Ihr habt eine Minute Zeit, um aufzugeben! Werft eure Waffen weg und euer Leben wird geschont! Ihr dürft jetzt nicht an mich denken. Du und meine Tochter, ihr habt die Pflicht, euch zu retten. Ergebt euch! Es ist eure einzige Chance!
Kemal Naik! Sarawak ist wieder ein freies Land. Ich danke euch. Ich danke allen meinen guten Freunden. Sandokan! 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 Sandokan!